Hallo und herzlich willkommen zurück bei Luther Kings mit dem einmaligen mir und mit dem dreckigen Lügner Sarazar und mit Rumpel, der sexuell attraktiv ist, aber stark riecht. So, ich habe uns alle nochmal vorgestellt für Leute, die uns nicht kennen. Ich dachte, das wäre okay. Ja, das war so, total okay. Du Drecksack. Sarazar. Also ich muss jetzt leider schnell weiterlaufen, weil warum ich brauche Warum bist du so sauer? Für Sarazar. Warum habe ich eigentlich so eine geile Armbrust, Leute? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ach so, ja genau, du musst mir zeigen, was die kann. Ja, vielleicht du hast das ein hier? Special jetzt. Ja, wenn ihr da natürlich. Gut, dass wir das alle gesehen haben jetzt. Ja, Pech gehabt. Seht da alles nur bei mir im Best-of. So. Ja, zeig mal her den Schinken. Nee, kann er ja nicht. Kann er ja nicht. So wie er mich beleidigt, weißt du, ich muss ja noch warten. Ja. Friedensvertrag? Ja. Gegen, wir verbinden uns ja gegen Sarazar. Wir brauchen noch einen vierten Mitspieler. Wir machen Team Bart gegen Team rasierte Beine. Wir brauchen noch Genau, wir machen einfach die Gimlis gegen Legolas. Wenn ihr nicht damit aufhört, lade ich den Mafuyu zum Let's Play ein. Vergiss es. Noch so eine Elfe. Hier, geradeaus. Ja, okay. Sieht man immer an diesem weißen Rand, den die Türen haben. Liebe Grüße an Dennis. Liebe dich. Was? Ach ja, aber nur manchmal, Beine. Abends. Rasierte Beine. Hier rum. Okay, Freunde. Nein. Ja, hab ich auch gehört. Hilfe! Nein, was machst du denn? Ich hab uns unsichtbar gemacht. Was? Der Sarazar, Alter. Ja, warte mal, ich hab den geilsten Scheiß am Start. Oh, nice. Was war das jetzt? Ich glaube, ich hab ein. Was hast du denn jetzt? Alter. Oh nein. Es hat irgendwie nicht geklappt. Ich bin leider down, Leute. Einer muss zu mir kommen. Der andere muss die anderen. Okay, längst ab. Ja, du hast doch die nein, lauf, Sarazar. Ich hab's geschafft. Mega Aktion, Alter. Nee, das war gut so. Leute, denk dran, du hast die geile Armbrust. Ja, ich weiß. Du sollst im Kampf bleiben. So, einen habe ich eingefroren. Schieß die Raketen ab, Freunde. Boah, ja, schieß sie ab. Junge, was hier abgeht, du. Meine Rakete ist die beste. Wir haben trotzdem nicht vergessen, dass du uns angelogen hast. Ja. Obwohl, das ist ein ziemlich großes Ding eigentlich, wenn du mal anguckst. Mit was? Ja, also. Ich muss das mal so erklären erstmal. Aus der Perspektive sieht ja ordentlich aus. Ja, also wenn du da mit einer Lupe mal genauer hinschaust. Also so, wenn ich von oben nach unten gucke, dann sieht der ordentlich groß aus. Bitte bückt euch bei diesem Gespräch unten zu eurem Gemächt. Ich filme immer von unten. Ja, film mal von unten jetzt, wenn du dieses Gespräch führst. Also komm, wenn jetzt mal... Jetzt aber können wir erst mal Zeitlupenmodus in Windows und so. Mach ich doch. Achtung! Freeze! Komme! Haben wir jetzt alle. Wir haben jetzt. Nur haben alle Brüste? Haben wir alle Brüste ja, jetzt? Aber komm, ich bin ja wohl jetzt hier. Meine Waffe ist ja toll eigentlich. Also da kann ja, die macht auch wesentlich mehr Schaden als ja, unser Bogen. Ja, seht ihr mal. Wer ist jetzt hier der Pro-Gamer heute mal aus? Ja, du hast einfach nur gelogen, das war alles. Ja, ja. Was? Damit ihr mich nicht abzockt, weil ich mir das hart erkämpft habe, dem Loot im Gegensatz zu. Hart erkämpft. Sagt der Typ, so der mich vorher ausgeraubt hat, mehrfach. Bei der Größe bin ich von hart überhaupt. Ich habe dir gespendet in den Hut rein, als du es nötig hattest. Du hast mir geraubt, als ich es nötig hatte. Schön. So. Hier ist noch ein Pilz zum Heilen. Aua! Ja, der ist zum Heilen, genau. Nicht das Feuer. Wieso wollt ihr? Der ist zum Heilen, komm, gib den mal auf. Gerade. Ja, mach mal. Am Arsch. Ey, der ist wirklich zum Heilen. Guckt. Der hat den gegessen, der ist wirklich zum Heilen. Der hat den aufgenommen. Irgendwas passiert hier gleich. Warte ab, Kong. Irgendwas passiert hier gleich. Was lacht denn der Rumpel? Oh nein, voll verfehlt die Scheiße. Fuck. Der macht doch wieder Faxen, der Rumpel, oder? Ja, Faxen. Faxen dicke habe ich. Komm auch mal hier rüber, Alter. Oh. Die kommt da runtergelaufen und dann sind wir da in der Bredouille übrigens. Na, Quatsch. Die kommt nicht runtergelaufen. Alter, ja, wenn die Kiste kaputt schieße, dann kommen die alle da durch. Warum machst du das denn? Rumpel, warum? Ja, Mann. Oh Mann, Rumpel. Was bist du denn für... Warum? Alter. Was bist du denn für ein Dreckiger? Ich komme nicht mehr raus. Ah, oh, Gronkh ist voll der Noob, ey. Was ist denn da unten los eigentlich? Alter, der Rumpel ist kein Teamplayer, der ist einfach ein Arschloch. Ihr habt euch vor drei Minuten noch verbündet. Ist schon wieder vorbei mit unserem Vertrag, oder was ist los? Ja, weil du, was machst du denn? Du machst einen Monster Train und du lockst die runter? Warum? Aua, ich bin umgehauen worden. Lol. Unser Pro-Gamer ist down. Ist das nicht der mit dem geilen Bogen? Ja, aber den kannst du ja leider nicht nehmen. Nö, aber dann Diamanten hier, danke. Ja, aber... Achso, wir müssen jetzt hier rumlaufen und dann machen wir jetzt Double-Bogen-Action, okay? Bin ich dabei. Double-Bubble-Trouble, Alter. Aber den Sarazar heilen wir nicht, ne?
Nee, wieso auch? Ihr kommt gar nicht aus der Bude ohne mich, weil ich bin der Typ, der die VIP-Tickets hat. Bitte was? Du bist der Hausmeister, der den Schlüssel hat, das war's. Ja. Okay. So, Achtung, wir haben wieder Götterfähigkeit. Warum seid ihr so gemein eigentlich? Wieso, wir haben wieder gerettet? Ich dachte, ihr wärt meine Freunde, das zählt nicht. Achtung, 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 also, ich freeze. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt geht's sehr richtig gut ab hier. Jetzt geht's aber hier. Ich mach mich noch unsichtbar. So, easy. Boah, Alter, die Waffe macht richtig. Irgendjemand hat da unten die Kiste ausgelootet. Wer war denn das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich der Zahn Kumpel. Wer war denn das? Alter, hör auf mich zu beschießen, ich hab sowieso nichts gemacht. Das war der Gronkh, als er da angegriffen wurde, mit Sicherheit. Ja, interessant. Oh, nein! Penner, ey. Warum daneben? Was? Bis ihr bei mir seid. Ja, du hast aber zwei Versuche gebraucht. Wieder Pilze verschwendet. Wieder Pilze verschwendet, als ob es das nicht wert gewesen wäre. Für fünf Blut? Weil, nur weil ich so wenig habe? Boah, ihr kleinen Scheißgesichter, ey. Boah, ey, mit euch spiele ich nie wieder, ey. Ich glaube, ich muss zurück zum Shop, hör mal. Oh, ich vergesse immer die Kamera. Ich vergesse immer die Kamera, wenn ich spiele. Oh nein, die Kamera. Das ist so krass. Ja. Entschuldigung, wenn ich euch immer vergesse. Aber ich bin so mittendrin immer und dann... Das ist Gronkhs wahres Gesicht, nämlich. Dass ich die Kamera vor Spaß vergesse. Das ist mir wichtiger als er kämpft. Oh nein, helft mir, ich bin gestunt. Ach, jetzt auf einmal brauche ich Hilfe, weißt du? Was? Voll lügt er, wieso wird. Du warst überhaupt gar nicht. Ich war kurz gestunt von dem einen da oben. Echt? Außerdem braucht ihr mich. Ihr braucht mich wirklich. Auch wenn ihr das. So, ich freeze. Sehr gut. Erinnerst du dich an den Livestream auf der Gamescom, Rumpel, wo ich euch gerettet habe? Heroisch, wo ja? Du uns gerettet hast? Das ja, muss der Fabian. Wo du keiner mit gerechnet hat. Nee, ja. Stimmt. Ich am allerwenigsten. Ich weiß. Aber jetzt geht's richtig los hier. Jawoll. Nee, das ja, läuft Mann. Gut. Läuft gut. Seitdem Sarazar einen guten Bogen hat, kommen wir besser voran. Ja. Irgendwie. Aber es kann ganz schnell wieder sich ändern, weißt du? Das ist so immer das. Da sind wir jetzt nett zueinander? Mal für zwei Minuten. Ey. Jetzt wird ja, das jetzt in die Länge ziehen. Oh, dammit, ich hab sie nicht getroffen. Obwohl, nein. Von mir aus können wir auch mal fünf Minuten nett sein. Da muss ich nicht jede zweite Minute irgendwie reinschneiden die ganze Zeit immer. Ja. Ja, so, Ruby, einmal Sarazar will... nee, noch nicht. Ah, Mist. Aber gleich. Ja, und mal zu. Die Feuerdinger porten sich auch gerne. 2, 1. Boah, Alter, was da abgeht. Aber zu dem Best-of muss man halt sagen, wir wollten halt auch nicht nur einfach eine andere Perspektive machen, sondern halt auch irgendwas mit Mehrwert bieten. Und deswegen gibt's sie halt hier. Ja, und das ist ein bisschen anders halt auch. Auf unseren Displays gibt's doch keinen Mehrwert. Mach's ja gut, das ist eine andere Geschichte. Hallo, aber sehen wir weiter. Bist du bescheuert? Pilz war hier noch. Pilz? Nee, geht ja wieder. Das ist ein guter Pilz. Ja, ja, ich kenne den Tricken. Sag mal, kommen wir einmal. Ihr glaubt mir immer nicht, ne? Boah, Alter, was für eine heftige Map. Oh, der war doch nicht gut. Nee, das ist ein Roulette-Pilz, soweit ich weiß, oder? Danke, Roulette. Ein Roulette-Pilz. Ja, da weiß man nie, was man kriegt. Das ist so wie die Bohnen aus Harry Potter, so ein bisschen. Ach so, ja, die einen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich mach mir die Mühe, das Ding aufzuschießen. Hä, wie? Wir haben die alle aufgeschossen. Ja, ihr habt die alle aufgeschossen. In euren Träumen. Ja. Mein Träumen habe ich noch. Außerdem musst du bedenken, dass der Ruppel noch einen Pilz am Start hat. Ey, ich muss zurück zum Shop, Leute. Das gibt nee, nicht. Nee, so. Sehe ich nicht. Du musst ein bisschen Geld da lassen. Wir müssen zum nächsten Shop. Wir können doch jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurückmachen. Du willst nur so eine geile Armbrust wie ich haben, ne? Ja, die habe ich, ja nicht freigeschaltet. Ich habe ja nur die Dolche liefert. Ja, weil du, ja, da, klar, bei der noch überarbeiten. Ja, die müssen wir noch überarbeiten. Ah, guck mal an, wir kommen ins zweite Level. Ich fass es nicht. Das geht ja doch. Ich hab wirklich ein bisschen Loot. Nein. Alter, geh mal weg. Nein, links ein. Ja, Mann. Ah, scheiße, ich hab mich geheilt. Oh Gott. Der Gronkh hat so viele Pilze. Boah, nee, ich hab endlich mal welche bekommen. Der Rumpel, der probiert mich anzugreifen. Vorsicht, du musst aufpassen. Der Rumpel hat auf jeden Fall, einer von euch beiden hat mega viele Pilze am Start. Ich hab keine Pilze. Ja, ach komm, Rumpel, wer glaubt dir das denn? Ich hab die ganze Zeit hab ich nur auf die Schnauze bekommen. Ich hab alles ja, geheilt. Klar, ich hab dein Leben im Auge behalten. Ich bin immer noch Half-Life. Ja, immer noch Half-Life, wo der Lebensanzeige oben links ist, du Lügenkobold. Ja. Immer noch Half-Life, weißt du, ey. Immer noch Half-Life beim Spielen vielleicht. Ey, Half-Life confirmed, also auf jeden Fall. Nee, aber ja, gibt's doch einen, der Full-Life ist bei uns, ne? Der hat auch bestimmt. Ich hab Pilze. Ich hab keine, weil ihr seht, ich hab welche geholt, falls ihr mich wieder ausraubt. Ist doch klar. Na, komm.
Ich brauche eine Rückversicherung. Komm, wir machen ein Pilzduell, okay? Aber so ein richtiges. Ich mach kein Pilzduell mit dir. Wieso nicht? Weil du der Entwickler bist, Mann! Ja, und? Du hast das Spiel. Guck mal, wir stehen jetzt Rücken an Rücken, stehen wir. Und jetzt ja, ich bin Schiedsrichter. Warte, ich gebe den Ton an. So. Okay, der Leute. Stellt euch mal für ein bisschen. Level 2 machen. Können wir bitte endlich Level 2 machen? Nee, stellt euch mal für ein bisschen so einen geileren Scheiß, ja? Stellt euch mal ein bisschen vor, hier so hin. Hier so vor, damit man eine schöne Kameraperspektive hat. Das nennt man Synchronpimmeln. Damit das fürs Beste auch so richtig schön hier. Also, Rumpel, ich bräuchte noch eine Ego-Perspektive. Und jetzt stell dich Rücken an Rücken. Sagen Rumpel und Gronk bitte. Komm, tu's doch einfach mal. Hier, was macht ihr da für ein Ding? Jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. Ja, aber echt, ey. So. Redet hier die ganze Zeit rum und macht nichts, ey. Was ist da los? Weißt du, ich wollte ein Spiel mit euch starten, ne? So. Komm mal bitte ins zweite Level. Sarazar, ja, komm mal bitte noch in den Aufzug. Komm, was ist hier da los, Sarazar? Hey, was ist da los? Kurva, hey, Kurva! Kurva, Kurva! Hey, follow me, follow me! So, ja, fickt hey, euch, follow me, follow me! Ja. Komm mal rum! Ja, ja, hey, ja. Follow me! Hey, follow me! So. Sarazar, komm mal auf den Fahrstuhl! Ja, oh, Mann! Rumpel? Nein! Nee. Was? Sarazar hat auch noch seinen Hut geteilt? Nee, ich hab nichts mehr. Jetzt könnt ihr mich echt mal. Jetzt könnt ihr mich mal. Ey, ihr kleinen Penner, ich hab keine Pilze mehr. Bitte schreibt mal die Ausdrücke in die Kommentare, die zu diesen Arschlöchern passen würden, ey. Ey! Sagt ihr, der von voll gelogen? Ja, klar. Daisy's Chauffeur, weißt du? Er lügt die ganze Zeit. Du hast wohl so gelogen. Mein Leben ist Half-Life und so, weißt du? Ey, weißt du, du bist die ganze Zeit am Lügen. Ich hab schon gedacht, dein Channel wäre inzwischen ein Prank. Hört deine Fresse! Ich dachte schon, dein Channel wäre ein Prank-Channel inzwischen. So oft hast du gelogen. Jetzt komm mal in den Aufzug rein, verdammt! Nee, irgendwie, hey, Alter, komm, ey. Aber nur wegen den Zuschauern, nicht wegen euch, ey. Ah, Wichser. Ihr Wichser. Endlich, boah. Ja. Boah, diese YouTube-Stars benehmen sich alle wie Diebe. Echte. Wie Hundekot. Boah. Ach cool, das ist der neue Level hier. Genau, auf der Gamescom. Auf der Gamescom haben wir ganz am Ende nochmal ganz kurz gesehen. Ich erinnere mich. Das ist der Bereich der vergessenen Ahnengräber. Ahnen ist aber nicht die Mehrzahl von Anus. Nee, das stimmt. Okay. Gott. Kann ja sein, die Ahnengräber. Nee. Mich bringt nichts mehr zum Lachen, du Arschloch. Hier. Du Anus. Fick dich. Hä? Ich hab einen Loot. Was hast du für einen lahmen Rechner? Ja, also, das ist voll random Hate. Weißt du, dein NASA-PC ist voll out of order. Ich glaube auch. Was ist da los? Sind wir schon wieder durch oder was? Oder wie? Ja, eher hier ja. Also ich glaube. Schön sieht's hier aus, aber wir haben keine Zeit zum Gucken, weil ich habe Angst, dass der Rumpel mit Pilzen wirft. Ich habe keine Pilze mehr. Oh, Sarazar von Sam. Nice. War ein guter Film eigentlich, ne? Muss ich mal sagen. Hat mir gefallen. So, wir müssen den Shop finden. Sollen wir jetzt weiterlaufen oder sollen wir hier stoppen? Bitte weiterlaufen. Wir haben ja Friedensvertrag. Ja, Shop finden, ne? Hm. Oh, nice. Shop finden. Ich habe auch relativ wenig Loot, also ich baue noch ein bisschen, bis ich. Ey, sind das hier? Man muss ja auch mal die Level erklären, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? In einem Grab mal. Ja? Der vergessene Ahnengräber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Boah, ich habe ganz viel Loot gefunden. Ja, wie der Rumpel gerade fett. Alter, was sind das für ekelhafte Käfer? Ja, die sind ein bisschen unangenehm. Nicht. Wir sind natürlich mit den Fernkampfwaffen jetzt prädestiniert, um die Käfer zu handeln. Tatsächlich. Käfer. So, weg. War der jetzt auf den Rücken gefallen, der Kleine? Ja, die kann man staggern. Der Hirschkäfer? Was heißt denn staggern? Staggern heißt so aus dem Gleichgewicht bringen, sodass die stolpern oder taumeln im Deutschen. Ach so, taumeln. Ja. Also wie ein Rumpel. Der sagt doch nicht mehr lachen, der lacht doch nicht mehr, der sagt lol, weißt du so. Ja, wie geht das hier eigentlich? Lol. Lol, Witz getriggert. Hey, Roffel. Andi, das heißt jetzt lul. Das heißt ja nicht mehr lol, das heißt jetzt alles lul. Pass auf, ich freeze die mal so ein bisschen. Ja gut, aber wir haben ja eh bequem. Ja, wir brauchen deinen billigen Freeze gar nicht. Ey, was ist jetzt los eigentlich? Das Sarazar ist voll salty. Ey, Alter. Wundert ihr Schweine euch? Bin hier in so einem verkackten Grab? Wird hier die ganze Zeit nur ausgeraubt? Und dann kommen auch noch so ein paar Schaschisten. Eins!
Ich dachte halt, das ist Absicht. Das ist wie bei den Hater-Kommentaren bei dir, Gronkh. Jetzt verstehst du es vielleicht. Was? Ja, ja. Boah. Wie kann der das so schaffen, mit so ein paar Gameplays so viele Abos erreichen, ey? Der hat gecheatet, ey. Ja. Scheiß Aimbot. Abobot. Was denn? Achso. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Oh, das gibt's nicht. Ja, ich wollte meinen einen auch noch spielen, ey. Ich wollte den Rumpel treffen. Der gierigen Lappen. Ich wollte den Rumpel treffen. Mann. Ihr Lappen, ey. Ja, vor allem der Rumpel muss fett Loot haben. Übrigens, der kriegt die ganze Zeit diese grünen Dinger. Also das Spiel muss auf jeden Fall nochmal vom Start überprüft werden, ob man danach nicht den Amok laufen macht. Weil dagegen sind Killer Spiele ja ein Witz. So, Achtung, ich freeze die, wenn ich kann. Aber ich bin hier fett im Gefängnis. Fett im Gefängnis? Ja, die sind. Wir haben jetzt ein bisschen schwierigeres Level, ne? Die Gegner sind jetzt auch schwieriger. Also wir müssen jetzt ein bisschen die Götterfähigkeiten einsetzen und so. Sonst wird's unangenehm, weil die Käfer machen einen doch ganz schön weg. Wie alle da auf diese Lampe geballert haben, weil sie dachten, das wäre Loot. Ich muss jetzt hier auch mal ganz kurz nach oben gehen, weil das ist mir zu gefährlich hier. Nee. So. Ich muss ja mal weg. Entschuldige, Sarazar. Boah, es sind zu viele Käfer. Scheiße, ich liege! Nein! Ich war zu gierig, ich gebe zu. Ja, das ist normal bei dem Spiel. Rumpel, wo bist du denn? Ja, ich stehe hier so ein bisschen weiter oben und bin safe. Komm einfach zu mir. Muss ich auch. Oh. Schieß die an. Sag mal, Rumpel, warum kann man seinen eigenen Loot eigentlich nicht mehr aufheben nachher? Oh! Das haben wir absichtlich gemacht, damit Leute nicht ihre Statistik ändern können. Weil sonst könntest du dir immer wieder Loot hinwerfen und deinen eigenen Loot aufsammeln und kriegst dann sozusagen wahnsinnig viel. Ich verstehe. So, hier sind wir noch dran. Ja, das sieht jetzt so ein bisschen aus, als würden wir das hier so ein bisschen einfach ausbeuten. Das stimmt auch. Machen wir auch, klar. Aber die Sache ist, normalerweise werden hier im Final Game, wir sind ja wie gesagt Early Access, das möchte ich nochmal an alle, die jetzt zugucken, nochmal ganz gerne das erinnern, wird es auch natürlich in jedem Bereich auch Fernkämpfer geben. Das heißt, es wird nicht nur die Nahkämpfer geben und dann wird das hier nicht mehr so einfach möglich sein. Also von Monsterseite aus meinst du, ne? Von Monsterseite aus. Ja, genau. Und momentan ist es schon so, also die Monster, wenn sie einem nicht Schaden zufügen können, oh, ich habe ein Level Up. Kann ich eigentlich mal wiederbeleben oder seid ihr da? Wird schön gerade. Das ist schön gerade. Ein Schützkäfer. Wo bist du eigentlich? Hier, der kriegt ja gerade so rum. Ey, Alter. Nee, ich sammle ganz so Ziel. Ja, klar. Das würden die alle sagen. Warte, das ist der Mega-Heal. Ja, Mann. Boah, der Rumpel, Alter. Muss ich ja mal sagen. Und auch oben gespawnt. Das war der Obermove. Den habe ich reingeschnitten, Rumpel, für dich. Nice. Ja. Endlich mal hier. Wie soll man den Bereich denn schaffen ohne Bug-Exploiting hier gerade? Das geht, wenn man die richtigen Waffen hat. Also wir sind natürlich auch noch sehr, sehr gering mit den Waffen. Der Rumpel lootet hinten weg, während er quatscht. Ich sehe das doch von hier. Willst du mich verarschen? Der lootet die ganze Zeit Kisten, während wir die Dinger wegmachen. Ja, mach doch mal, arbeitet doch mal. Ich torte. Was hab ich, warum leuchte ich so? Was? Ich hoffe, du stirbst. So. Boah, das gibt's echt nicht. Was? Ja, aber das war sowas von arschig. Boah, ich werde euch nur noch belügen. Während dem Kampf ist halt voll der No-Go. Schön. Während des Kampfes looten und die anderen kämpfen lassen, ist aber okay. Ja. Oh, das tut Rumpel, während des Kampfes voll das No-Go. Ah! Schnell. Habt ihr auch noch sowas ins Rennen gebracht? So. So, mir geht's wieder ein bisschen besser. Ja, ist gut. Oh, ich muss mich aufpassen. Oh, Alter, die springen aber auch einen ganz schön an. Das ist quasi wie der Rumpel, wenn er beim. Na, jetzt sag ich jetzt auch nicht in so einer Gay-Bar oder so. Ohne Hosenrennen. Ey, bitte was? Ja, also nicht die anderen. Wart ihr schon mal in der Gay-Bar? Ja, klar. Ja, wir haben dich da besoffen rausgezogen, weißt du? Das würdest du gerne gehabt haben, das Erlebnis. Oh nee, ich hab wieder nur keinen Loot bekommen. Wer hat den ganzen Loot von euch wieder, ey? Ja, das kannst du doch mal raten. Ich hab nicht so viel Loot. Du bist vorhin, während wir gekämpft haben, rumgelaufen und hast Loot gesammelt. Ja, das war das erste Mal, dass ich Loot aufgesammelt habe. Ja, du klingst schon so glaubwürdig, weißt du? Mr. Half-Life. Mr. Half-Life. Wie sich die Pilze da oben krabbeln will. Ja, ich komme aber nicht hin. Kommst du da hin? Ja.
Leute, nächster Raum ist offen. Ja, wie Sarah sei immer noch nett und sagt, dass der Raum offen ist und er loot mit. Aber wir haben den Shop gefunden, Leute. Alter, wieso sind hier eigentlich nur Käfer? Das ist ein bisschen unangenehm. Geil, ich habe eine geile Position hier gefunden. Pass auf, ich werde die mal freezen. Ich werde die freezen. Ja. Oh, aua. Leider keine Spezialfähigkeit verraten. Was macht ihr denn? Ah, ich bin fast down. Warum? Du hast eine geile Position gefunden. Nee, das war Sarazar. Ich bin leider fast down gewesen. Wenn man einmal aber warum? Wenn ich so viele gekillt habe, leuchte ich dann, oder was? Ja, du wirst... genau, das ist Berserker-Modus und du machst mehr Crit-Schaden. Ah, geil. Ja, dann zieh ich den jetzt aber richtig mal hier die Lunte über die Ohren. Die Lunte über die Ohren, genau das. Das steht auch so im Code drin. Ja, okay. Wenn man so rot ist, dann zieht man die Lunte über die Ohren. Ja, mach doch mal. Das wäre doch ein lustiger Gag. Ich mach ja gerade. Aber auch in der englischen Version. Da kommt die Lunte über die Ohren ziehen. Ja, wir müssen hier unbedingt das ändern. Das ist zu einfach. Ja, weil wir drei alle Bogenschützen sind. Ja, das stimmt. Also mit Nahkämpfern sieht das schon wieder aus. Alter, da hat wer Loot vergessen. Ich glaub's ja nicht. Ja, dann ja, lauf doch runter. Lauf doch runter, jetzt, wo so wahnsinnig viele Käfer da sind. Hallo. Hey, schieß doch auch mal drauf. Bei euch so alles klar? Bei euch so da draußen alles gut? Hier, wenn wir diese epischen Kämpfe bestreiten. Wir machen übrigens gerade hier so ein... Wir haben den Shop gefunden, ne? Also von hier aus geht's direkt zum Shop. Alter, ich habe mich schon wieder verschossen. Das kann doch nicht wahr sein. In wen denn diesmal? In wen denn diesmal? Ja. So eine geile Goblina. Oder heißt das Goblinin? Goblin. Ich weiß gar nicht. Rin. Was ist die weibliche Form von Goblin? Schreibt's in die Kommentare. Goblinöse. Warum soll das denn jemand in die Kommentare schreiben? Damit das im Duden aufgenommen werden kann. Weil so viele Leute gesagt haben, dass er. Einer so ist hier noch, einer ist hier noch, einer ist hier noch. Ah. Jawoll! Der Walle. Der Walle mit seinem Special, ja, ne? Da seht ihr mal. So, wollen wir zum Shop? Ja, gerne. Vertraue ich sowas von gar nicht, ey. Wer hat da den Pilz bereit? Nee, ey, weißt du, da räumt man hier alles weg, ja? Und, ey, du musst da mit reinkommen, Walle, sonst kommen wir da nicht. Ja, irgendwie vertraue ich euch sowas von gar nicht mehr. Dann lass uns zu dritt gehen. Ich hab keinen Pilz. Eins, zwei. Ich hab auch keinen Pilz. Aber du lügst. Das weiß ich jetzt nicht. Ich hab echt keinen Pilz. Okay, rein. Ist so spannend. Boah, ich bin nicht mehr. Nein! Oh mein Gott. Ja, blöder Wichser. Geil. Ich habe eine neue Maske. Ich auch, und die Henkermaske. Erbe des Trauzeugen, dies ist die Zeremonienmaske von Grk dem Krk. Eine Freudenmaske, die während seiner Hochzeit hergestellt wurde. Oh, ich habe den Fungus. Man sollte auch immer die Texte lesen, die sind nämlich geil, Alter. Ich habe einen Fungus Sombrero gebraucht, es fehlen drei Pilze, die von hungrigen Vorbesitzern zu deren Nachteil verspeist wurden. Rüstung 4, das ist gut, ne? Guck mal, die Henkermaske. Ich glaube, ich hole mir jetzt auch... Boah, wer hat hier den krassesten Charakter eigentlich, ey? Oh, ich wollte eigentlich eine Waffe haben. Ich krieg erst beim nächsten Level wieder eine Waffe. Soll ich jetzt... Opi, was heißt denn Regen eigentlich? Regnet es dann, wenn ich einen Hut trage, oder? Wie meinst du bei dem Special? Mhm. Warte mal, das zeige ich gleich mit. Ich kaufe mir gerade noch hier mein Hütchen. Natürlich. Diese Maske. So, guck mal, was ich für eine geile Maske jetzt hab. Hier. Guck mal. Weil ihr seid noch im Shop, ne? Ja. Ich hab. Oh, gut, die sieht auch Hammer aus. Guck mal, ich hab die hier. Ah, die ist auch nice. Boah, die Alter. Maske, ja. Boah, Alter, wie fresh sehen die denn aus, du? Die sieht ja richtig schön aus. Und oh, Grog hatte ja auch total wenig Loot. Ich hatte gar nichts. 100! 100! Rotkreuz! Das ist vom Rotkreuz, Freunde. Ja, das hab ich mir vom Munde abgespart. Ah, ja, damit. Alter, ich auch, mit Almosen. Ja, genau, so hab ich's gemacht. Das jedet doch ja nicht. Ach, der Rumpel hat das Ding und die Maske. Alter, der kleine, dreckige Klumpenfleisch. Ey, und du hast doch noch die neue Armbrust. Wisst ihr was? Ihr seid alle so arm. Eure Armut kotzt mich an. Hier, nehmt das. Bling, bling, bling. Macht euch selbstständig. Oh, wie armselig, ey. Ich verabschiede mich. Das ist bitte doof. So. ja, genau. Du hattest eine neue Waffe, oder? Ach nee, du hast nicht eine neue Waffe. Ich habe nur die Maske mir leisten können. Ich hatte was meintest so du mit dem Regen? Ach, Regen. Regeneration heißt das. Ach so. Da steht doch Regen. Ich dachte, dann regnet es. Nein. Weißt du nicht, da musst du aber noch ein Hinweisschild dran machen.
Ja, liebe Freunde. Wir müssen erstmal, ich will ja kein Spielverderber sein. Doch, willst du kommen? Sei aber Spielverderber. Bin ich, ja. Bist du doch eh. Ja, wir müssen leider die Folge beenden. Jetzt sagt er, wir immer diese Folge beenden. Ja, weil ist ich auch ein der Klassiker bin. Inzwischen, oder? Das ist ja, ein Klassiker. Ja. Weil wir gesagt haben am Anfang, wir machen 15 Minuten Folgen, ja? Und jetzt sehen wir wieder 25 Minuten aus. Sollen wir uns versöhnen? Nö. Nö, das ist mit 6, ne? Ich bin der Lonely Ranger, die Außenseiter. Könnt ihr mal vorbeischauen auf meinem Channel. Vor allem sieht das total mit dieser Totenmaske. Sieht das ja, wirkt authentisch bei dir. Ich glaube, ich kann mir das jedes Mal wieder ansehen. Das glaube ich dir, Rumpel. Das glaube ich dir. Na gut, tschüss, Leute. Haut rein. Okay. Ja, ihr Lieben. Ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich denke, das spreche ich für alle hier, ne? Und schönen Tag noch und tschö. Ja. Boah, weltbeste Abmoderation. Das habe ich noch nie so dynamisch gehört, auf jeden Fall. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hey, und follow me. Ciao. Ey, war das Follow me jetzt auf dein Channel bezogen eigentlich? Ja, natürlich. Überall. Twitter, Facebook, immer überall. Immer wieder dieses Favorisieren. Träumchen, wer Träumchen.